Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 15 Minuten Job. Ich bin gegen Taljizd aus Bosnien und Herzegowina 2048. Gucken wir mal, was er so spielt. Karokan. Wollte ich mir auch mal angewöhnen. Irgendwie eine interessante Öffnung geworden wieder. Ich weiß nicht. Irgendwie gewinnt man damit gut. Aber ich spiele jetzt mal Pano-Attack dagegen. Wenn er mal irgendwann D5 spielt. Ich muss mal eben ein Lied auf Dauerschleife setzen, weil ich gerade richtig Bock auf das Lied habe. Ich werde es mal ein bisschen leiser machen, falls ihr da auch keinen Bock habt. Aber es ist einfach so entspannt. Ah, endlich. Dankeschön. Guck, ob das laut genug ist. So sollte eigentlich gehen. Ja, okay, Springer Dingsbums, F6. Eine Isolani-Stellung. Zieht voll langsam, oder? Ich kann dir noch nichts zu sagen zu der Partie. Bis jetzt. Er hat natürlich mehrere Züge. E6, Läufer G4, Läufer F5. Vielleicht sogar A6. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. A6 wird vielleicht sogar Sinn machen, damit kein Läufer B5 kommt nach CD5. Vielleicht auch Dame B. Ah ne, Dame B6 wird kacke. Wir genießen einfach das Lied. Es tut mir natürlich leid, wenn ihr das Lied jetzt überhaupt nicht mögt. Mögen tut. Wir werden jetzt mit dem kaputten Bauern spielen. Kaputten Bauernstellung. Ich werde jetzt CD5 und Dame B3 spielen. Ich kann auch Läufer E2 spielen, aber ich möchte mal mit dem Läuferpaar spielen. Immerhin gewinne ich einen Bauern. Vielleicht. Wie ging das immer? Dame B7. Springer D4, Läufer B5. Ich weiß gar nicht mehr, gewinne ich den Bauern. Dann muss ich aber nach Springer B5 Dame C6 spielen. Weiß ich noch. Auf jeden Fall eine Remis-Variante. Warum erinnere ich mich jetzt an der Remire-Variante und nicht er? Scheiße, ich hätte doch Läufer 2 spielen sollen. Ah, Mist. Und er spielt einfach Springer B6. Dankeschön. Das kenne ich nicht. Ach Mann, geil. Der Bauer jetzt weg oder wie? Warte mal. Läufer E3. Schlecht, schlecht. Springer D4. Was dann? Dame A4. Ne, habe ich nicht. Dame B5. Habe ich auch nicht. Läufer B5. Springer B5. Dame B5. Springer D7. Habe ich Dame B7. Dame D7. Was habe ich dann?
Nix. Turm D1. Da haben wir B5. Springer B5. Rot Springer C7. Turm D1. Oder Turm C8 spielen. Hab ich Springer. Oh, das sieht sehr schlecht aus für ihn, okay. Okay. Okay, okay. Dann kann er wahrscheinlich nicht nehmen. Oder ich spiele einfach nach Springer D4, Läufer D4, Dame D4 und spiele dann Läufer B5, weil dann muss der Springer D7 spielen. Und ich habe dann Turm D1, weil dann könnte ich nach Dame E5 eventuell Turm D7 spielen. Turm D7, Dame A4. Ah ja, Dame E5, ja. Also, Läufer E3, schlecht, schlecht, Springer D4. Läufer D4, Dame D4. Läufer B5, Springer D7. Turm D1, Dame E5. Ist aber ein Schach, habe ich gerade gesehen. Springer E4. Da mal so gucken. Oder Läufer E3. Schlecht, schlecht. Springer D4. Läufer B5. Springer B5, Dame B5. Wahrscheinlich Dame D7. Turm D1. Dame B5. Springer B5. Obwohl er das eigentlich nicht machen darf, weil. Aber kommt sowieso Turm C8 wegen Springer C7. Habe ich eigentlich schon Springer A7. Oder er spielt. Nach ne, Turm D1 muss er annehmen. Moment mal. Dann mit dem Schach, dann mit dem 7. Moment, Lauf E3. Schlecht, schlecht, schlecht. Lauf B5, Springer B5, Dame B5, Dame D7. Turm D1, okay, muss er annehmen, ja. Was ist, wenn er Springer D7 spielt? Habe ich auch Turm D1. Dann hat er richtig Probleme. A6. Ich Dame B7, okay. Geht. Wenn er jetzt E6 spielt, ne, dann heul ich. Dann spielt, glaube ich, einfach Springer E5. Einfach komplett drauf los. Jetzt nimm den Bauern. Nur nach dem Motto. Dann snickert's mir aber. Dann reicht es mir. Reicht Riegel Snicker. So bin ich darauf gekommen gerade. Sehr intelligent. Ich frage mich, warum er die Remis-Variante nicht gespielt hat. Er spielt 100% die E6. So geil das Lied. Ja, was macht er jetzt? Da wollen wir auch G5 spielen. Oder Turm C8. Nein, die macht nur raus auf F3 Sinn, weil das Spiel mit Dame B3 ist eigentlich extra dafür ausgelegt. Ich meine, es gibt zwei Züge. Es gibt Dame B3, es gibt Läufer E2. Wenn man Dame B3 spielt, dann nimmt man auf F3 raus, weil Läufer E2 ist ja gerade, um den Doppelbauern zu vermeiden. Und wenn man das nicht spielt, dann muss man doch auf F3 rausnehmen. Und er spielt Läufer E6.
Ja, sicher. Was ist das für ein Netzliga-Zug? Er läuft direkt in eine Gabel rein. Warum? D5 Läufer, D5 Läufer, B6. Game over. Kann nach D5 sogar Läufer D5 Springer D5 spielen, weil nach Dame D5 habe ich Läufer B6. Und nach Dame B3, das kann er nämlich nicht machen, wegen A B3, weil dann kann ich A B6 spielen, weil sein Turm hängt. Also D5 kann ich einfach Läufer B6 spielen oder Springer D5. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum er das gemacht hat. Er kann natürlich auch Springer D5 spielen, wenn er ganz fuchsig ist, aber dann rochiere ich einfach. Tja, Game over, mein Freund. Ich will Springer D5 spielen. Läufer B6 hat auch Style. Ich finde das irgendwie mit der Fessel cooler. Läufer D5, Springer D5, Dame D5, Läufer B6, Dame B3, A B3. Dann kann ich A B6 spielen, weil sein Turm hängt. Das ist geil. Ja, auf Chess24 ändern die voll auf das Layout. Jan Gustafsson hat übrigens jetzt einen Geschwätzblitz. Ich weiß nicht, heute oder morgen irgendwann. Auf jeden Fall Freitag 12 Uhr. Da bin ich leider noch am Arbeiten. Also ich wollte ja mal gegen ihn spielen. Aber da bin ich leider noch am Arbeiten. Ich bin noch kein Premium, aber das werde ich mir jetzt die nächsten 2-3 Tage holen, wenn ich den Rest erstmal von der Backe habe hier. Tja, was macht er jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das ist komplett RIP. Komplette RIP-Stellung. Läufer E6, ey. Wie kann man Läufer... Man muss doch D5 durchrechnen. Leute. Was hat er da gesehen? Er kann ja eigentlich nur hier irgendwas gesehen haben. Aber was denn? Vielleicht tun die eins Dame A5. Nee. Oder doch?
Doch, das könnt ihr gesehen haben. Turm D1, Dame A5. Hat Rochade übersehen. Dame B5 schreit mich gerade nur so dazu an, den zu spielen. Oder Dame A4. Ja, ich muss jetzt Springer C6 zurückspielen, weil ein Läufer D7 spielt, dann habe ich ja einfach Dame D5. Mit Springer C6, dann kann er noch und sagen, eigentlich kämpfen. Er hat jetzt aber auch Zeitdruck, das Problem. Das ist im nächsten Mal erstmal Springer E5 spielen, wenn er was anderes als der Springer C6 spielt. Oder auf Springer C6 kann ich Läufer B5 spielen. Ne, sehr schlechte Stellung für ihn, sehr schlechte Stellung. Vielleicht sogar Springer B5. Dann könnte ich nicht gefesselt werden. Ich will Springer E5. Lustig, wenn er jetzt Läufer A4 spielt. Und denkt, ich könnte nicht mehr meinen Springer nehmen, dann nehme ich einfach mal mit meiner Dame raus. Ja, lange Rochade. Soll ich ja 7 mal rausnehmen? Ist ja lustig. Wenn er dann irgendwie B6 spielen würde und dann Dame A8, dann würde er, glaube ich, komplett aus der Welt fallen. Das wäre lustig. Einfach nur, weil es cool aussieht. Springer F7 wäre auch gegangen, aber auf B6 geht auch Läufer A6. Dann hat er noch Springer B7.
Oh. Fast, was an meiner Dame hängt. Fast. Sieg. Ein Sieg. Ja, sehr langsam der Kollege. Panoangriff hier. Mit der Remis-Variante, die ich jetzt mal kurz zeige. Also Läufer. Dann E6. Klatsch. Warte mal. Naja, Springer D4, Läufer B5, Dame C6, Dame D7, Dame B5, Springer C3, Dame D7, König D7, BC3. Das ist die Remis-Variante, die da so spielen können. Aber hat er nicht. Er hat stattdessen Springer B6 gespielt, den ich noch nie gesehen habe. Ich hätte auch statt Dame B3 Läufer E2 spielen können, wie gesagt. Ja, dann musste er dann D4 decken, war irgendwie der einzige Zug überhaupt, aber wusste nicht, ob der ging. Wegen Läufer F3, GF3 und dann natürlich Springer D4. Ja, hat natürlich mehr Züge überlegt, Läufer B5, wie eben schon gesagt, Läufer B5, Springer B5, Dame B5. Dame D7, Turm D1, Dame B5, Springer B5. Habe ich gedacht, Turm C8, weil C7 hängt. Vielleicht Springer A7 hängt. B6 auch noch, sehe ich auch gerade erst. Das sieht sehr schlecht aus für Schwarz. Deswegen. Wahrscheinlich Dame. Nee, wahrscheinlich das nicht. Springer D7 ist genauso schlecht. Deswegen, genau. Springer D4. Nee, dann war die andere Variante Quatsch, die ich gerechnet hab. Ja, dann war die andere Variante Quatsch, okay. Okay, hat er nicht gemacht. Er hat Läufer E6 gespielt, wo einfach D5 eine Figur gewinnt. Wenn Läufer D5 kommt, dann habe ich zum einen Läufer B6, was ich hätte gespielt wahrscheinlich, aber ich weiß noch nicht. Hier haben wir eine Figur mehr ab. Oder Läufer D5. Genau, Springer D5. Springer D5 geht ja nicht. Wegen auch Rochade, lange. Deswegen Dame D5, Läufer B6. Dame B3, AB3. Jetzt kann er nicht B6 nehmen, weil A8 hängt. Ziemlich nice. Okay, Läufer 6, D5. Ne. Doch, Springer D5, Rochade. Springer A5. Dame B5. Ah, vielleicht wäre Läufer B5 besser gewesen, aber. Au. Hätte ich auch F7 nehmen können, aber ich wollte unbedingt, dass er irgendwie was mit B-Bauern zieht, aber hat er nicht gemacht. Ja, und hier Game Over. Hier kann er nichts mehr machen. Läufer D7 geht nicht wegen Springer D6, Turm D7. Läuft auch irgendwann jetzt aus. Springer F7 wieder und holen einfach alles ab hier, was hier steht. Das ist einfach komplettes Aus. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.